Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror Teil 3. Wir befinden uns immer noch in den Katakomben und nähern uns dem Black Mirror. Aber jetzt sind wir definitiv nicht mehr in den Katakomben. Sieht mir nach einem Alchemielabor aus. Hier war ich schon mal. Mordred? Nein, nein, als Kind. Ich erinnere mich schwach. Schau dich um. Vielleicht kommt die Erinnerung ja wieder. Das ist der Brunnenschacht, wo wir runtergefallen sind. Sehr wahrscheinlich. Das war wohl dieser Kamin. Das ist es. Das ist das Loch, in das Angelina als Kind gestürzt ist. Und ich bin ihr hinterhergeklettert. Aber jetzt ist es verschüttet. Klar, dass ich es an der Oberfläche nicht finden konnte. Und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Durch die Katakomben? Nein. Bates. Er war es. Er hat uns hier wieder rausgeholt und dann das Loch zugeschüttet. Warum hast du das alles vergessen? Aber vorher waren wir bei dem Portal. Wir standen direkt davor. Es ist hinter der Tür. Hat Angelina sie geöffnet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Werden wir wohl gleich rauskriegen. Lass mal alles abchecken. Das ist ein reliefartiges Abbild eines Seelenschlüssels. Ein Lesepult. Was ist das denn für ein Buch? Homunculus Pater Omnis Telesmi Totius. Keine Ahnung, komplett lateinisch. Das ist aber kein Problem. Wir haben jemanden, der Latein kann. Das Buch ist beim Kapitel Homunculus aufgeschlagen. Ist das Zufall oder hat sich Mordred etwa mit der Erschaffung künstlichen Lebens beschäftigt? Unheimlich. Und das vor 700 Jahren. Bedenke. Die reinste Hexenküche. Früher oder später wäre Mordred bestimmt auf dem Scheiterhaufen gelandet. Aber wir müssen das auf jeden Fall zweimal absuchen, den Raum. Die reinste Hexenküche. Okay. Mordreds Teekessel, wie niedlich. Herrschaft über die Unterwelt hin oder her. 5 Uhr war Tea Time. Vielleicht gibt's hier auch noch 800 Jahre alte, selbstgebackene Kekse. Überall gibt es hier Wasserbecken. Mordred muss ziemlich reinlich gewesen sein. Das sind mal richtig hässliche Wasserspeier. Schlimmer als die Teufelsfratzen aus der Akademie. Noch mehr Teekessel. Also Alchemie scheint noch wichtig zu sein. Die reinste. Muss ich wohl selber was herstellen? Schmieden. Viel zu gut für diese Schlechter, die mein Bruder Soldaten nennt. Adrian, du machst mir Angst. Leg das bitte weg. Hat den Deutschen in der Hand. Nichts im Vergleich zu meinem Schwert. Adrian, hör auf damit. Was? Alles okay. Alles in Ordnung. Leg einfach das Schwert zur Seite, dann ist alles wieder gut. Von jetzt an werden wir darauf achten, dass du kein Schwert mehr anfasst. In Ordnung? Du gehst nicht mal in die Nähe von einem Schwert, Adrian. Hast du verstanden? Wir wollen doch nicht, dass einer von uns einen Unfall hat. Oder? Okay, okay, Schwester Valentina. Gibt es irgendeinen Grund, warum du mit mir wie mit einem Verrückten sprichst? Ja. Nein. Außer, dass du wie einer aussiehst und dich auch so benimmst. Deine Augen sind wieder schwarz und du fuchtelst mit einem Schwert rum, während du wie Mordred sprichst. Also tu uns den Gefallen und lass die Finger von scharfkantigen Dingen. Dann ist schlecht, dass wir hier eine Schwertspitze noch haben. Es ist besser, wenn ich im Moment meine Finger davon lasse. Schade, dass man die Möglichkeit nicht hat, sich noch umzubringen. Hier eine Schockerzähne wieder. Das war früher. Ups. Prima Materia, Planetenmetalle, Basilisk. Willkommen in der Scheibenwelt. Pratchett. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? Wie ist Angelina...
Wie ist Angelina? Okay, da kommen wir erstmal nicht weiter. Also quatschen wir mal mit Valentina. Ihr. Valentina? Ja? Hast du eine Ahnung, wozu die ganzen Gerätschaften hier gut sind? Das ist eine perfekt ausgestattete Alchemiewerkstatt. Mordred war ein Mann der Wissenschaft. Bei meinem Physikstudium kann er mir sicher nicht helfen. Alchemisten haben doch nur versucht, Gold zu erschaffen. Das ist so nicht ganz richtig. Es gab durchaus auch Alchemisten, die sich mit anderen Dingen beschäftigt haben. Ach ja, Dämonentore öffnen, ich vergaß. Sie haben auch versucht, Heiltränke zu brauen. Oder das Gegenteil davon, Gifte. Bei letzterem waren sie sicherlich erfolgreicher. Lässt du mich mal einen Blick auf deinen Dolch werfen? Was? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, ich weiß, wie man die Tür öffnet. Es ist ganz einfach. Ah, da die Hand. In Ordnung. Blutopfer. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was tust du da? In der Akademie gab es eine Tür, die konnte nur durch das Blut eines Gordons geöffnet werden. Mein Blut. Ich hab den als ich damals als Kind Angelina helfen wollte, habe ich mich verletzt und konnte deshalb die Tür öffnen. Gordonblut. Ein weiterer Grund, warum nur du der Hüter sein kannst. Alchemietisch. Sollen wir nochmal schauen, ob wir bei ihr was anderes haben? Hier darf das Tabula Smaragdina nicht fehlen. Das Grundlagenwerk der Alchemie. Ecco, hier ist sie. Die smaragdene Tafel. Die Bibel der Alchemisten. Aber ich fasse das Buch lieber nicht an. Es würde bei der kleinsten Berührung auseinanderfallen. Wie fast alles hier. Übel. Unheimlich wertvoll. Das muss alles hier, der ganze Raum ist ein Vermögen wert, sie wahrscheinlich, die ganzen alten Schriften. Eine beachtliche Sammlung an Schwertern. Mordred muss ein Waffennarr gewesen sein. Könnte ein Zepter darstellen. Das ist wahrscheinlich das Zepter aus den Hieroglyphen, die wir gesehen haben. Ein Kamin. Der Schacht führte sicher einmal nach draußen. Es gab also eine Abkürzung. Das ist keine normale Erde. Sieht aus, als wäre Teer mit reingemischt worden. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Direkt aus der Steinwand gehauen und mit Grundwasser gefüllt. Dürfte trinkbar sein. Nur das Leuchten macht mich etwas misstrauisch. Ja, vielleicht besser nicht. Interessante Steinmetzarbeit. Die Gesichter werden von Händen gehalten. Noch mehr Kupelle und Serpentinen. Hier hat Mordred seine Rezepturen gemixt. Ein Gefäß zur Sublimation auf einem Athanor. Einem speziellen Ofen aus Backstein. Ich habe noch nie so gut erhaltene Originale gesehen. Bellissima. Ja, ist also doch kein Teetopf. Ein wirklich gutes Alchemielabor. Es ist fast alles da, was man damals benutzt hat. Aber ich bezweifle, dass Mordred daran interessiert war, Gold zu erschaffen. Die Fläschchen deuten eher darauf hin, dass er ein Giftmischer war. Okay, dann gehen wir mal da durch. Lass mich vor. Oh, sie will vorgehen. Wieso? Ich weiß nicht, was passiert, wenn Mordred seinen geliebten Spiegel wieder sieht. Denk an die Sache mit den Schwertern. Okay. Cutscene. Ui, der ist aber riesig. War in Teil 1 kleiner, oder? Siehst du das? Ja. Was hat das zu bedeuten? Ist das Mordred? Oder bin ich das? Und warum habe ich das Bedürfnis, den Spiegel zu berühren? Nicht! Es ist Mordred, der dich dazu zwingen will. Fass diesen Spiegel nicht an. Niemals! Okay, okay. Das Spiegelbild zeigt deine Seele und den Teil Mordreds, der in dir steckt. Mordred? Aber warum sieht er aus wie einer dieser Schatten? Mordreds Seele ist immer noch hinter dem Spiegel gefangen. Das in dir ist Mordreds Seelenschatten.
also der Schatten seiner Seele. Wir müssen Mordreds Schatten irgendwie in den Black Mirror zurückschicken. Und zwar ohne seine Seele dabei zu befreien. Okay, aber wie? Hatten wir nicht kürzlich einen Exorzismus, der schiefgegangen ist? Nein, keinen Exorzismus. Wir brauchen was anderes. Bist du sicher, dass du in Mordreds Buch nichts übersehen hast? Ja, todsicher. Ich kann es dir gerne zeigen. Die Seiten. Hier erscheint plötzlich Schrift. Das müssen Mordreds Aufzeichnungen sein. Aber wieso steht hier auf einmal etwas drin? Der Spiegel muss es aktiviert haben. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial beinhalten. Die Seele des mächtigen und von allen gefürchteten Königs Armundur ist genau die richtige, um meinen Sohn zu dem zu machen, der er geworden wäre, wenn nicht mein Bruder, bla 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 bla. Der Kerl hat ein paar Sitzungen bei Dr. Winterbottom bitter nötig gehabt. Aber warte, hier steht noch was. Alles ist vorbereitet. Die Gebeine Armundors liegen auf dem Altar. Sein Schatten wird gleich an sie gebunden sein. Dem Seelentransfer steht nichts mehr im Wege. Jetzt muss nur noch der Junge befreit werden vom Joch seiner verseuchten Seele. Mhm. Also wollte von irgendeinem mächtigen König die Seele in seinen Sohn reintun. Seelentransfer. Mordreds Seelenschatten in mir? Ja, natürlich, das ist sein Plan. Er hat mich hierher gelockt, damit das Ritual vollzogen werden kann und seine Seele in meinen Körper übergeht. Genau dazu ist der Fluch gedacht. Nur hat Mordred nicht damit gerechnet, dass sein Seelenschatten im Körper eines Hüters landet. Nur deshalb hast du so lange durchgehalten. Aber das hilft uns nicht weiter. Wenn wir diesen Schatten in mir rauslassen, wird Mordreds Seele in mich... Psst. Adrian, ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mich kurz überlegen. Mhm. Du hast eine Idee? Ich weiß aus den Akten des Vatikans, dass damals hier Menschen geopfert wurden, um zu sehen, ob ihre Seelen gut oder böse waren. Ähnlich zur Zeit der Hexenverbrennungen. Mordred schrieb, dass eine Seele den Spiegel verlassen kann, wenn sein Schatten bereits hier gebunden ist, was im Moment ja der Fall ist. Würde Adrian also hier sterben, hätte Mordred gewonnen. Adrians Seele wäre auf ewig befreit und sein Körper würde Mordreds Seele aufnehmen. Wir müssen aber trotzdem Mordreds Seelenschatten aus Adrian herausbekommen. Und Mordreds Seele muss daran gehindert werden, den Spiegel zu verlassen. Und Adrians Seele muss da bleiben, wo sie ist. Macht Sinn. Darum haben wir auch eine Adrenalinspritze. Das heißt, wir töten ihn und setzen ihm dann wieder eine ein. Kann das sein? Ich weiß nicht, wen oder was sie darstellen sollen. Die Statuen sind aber sehr imposant. Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Hm. Im Moment gibt es nichts mit Aiden. Das geht schon mal nicht. Adrenalinspritze. Warum sollte ich sie ihm jetzt geben? Das wäre ja Blödsinn. Nein, wir haben jetzt wichtigere Dinge zu erledigen. Der Bibel, das wird wohl nichts bringen. Auch wenn er es bitter nötig hätte. Jetzt... Keine Zeit dafür. Warum kann ich ihm jetzt schon die Spritze geben? Nein, erst das Gift und... Okay, das heißt, ich muss Gift herstellen. Ich kann ihn nicht irgendwie aufschlitzen. Ja, für den Herzstillstand. Adrian, wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn, kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert, nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein.
Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Was ist überhaupt mit dem Schwarz an der Wand im T-Raum? Habe ich da was ausgelassen? Venus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch. Nein. Ein wirklich gut. Aber ich bezweifle, dass Mordred. Ja, und du kannst nichts machen. Im Moment gibt es nichts mit. Adrian, gibt es nichts zu besprechen. Das ist die Spitze. Als Maria sich ihm in den Weg stellte, hat er sie. Also bestimmt irgendwas mitmachen. Vielleicht gehen wir nochmal weiter zurück. Vielleicht erfahren wir noch mehr über das Buch. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt geboren ist. Kennen wir schon. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Valentina? Hier kann man was quatschen. Weißt du, was hier unheimlich ist? Überall hier unten gibt es Licht. Sogar Kerzen brennen. Stimmt. Ziemlich unheimlich hier unten. Und überall diese Lichter. Möglicherweise gehen sie an, sobald eine bestimmte Tür geöffnet wird. Aber wann wurde dieser Mechanismus installiert? Ach, die Kerzen. Und von wem? Das? Oder wir sind doch nicht die Einzigen, die sich hier unten rumtreiben. Auf jeden Fall sind wir noch nicht am Ziel. Marcus dachte, der Weg zum Black Mirror wurde mit der Kapelle für immer verschlossen. Aber er hat nicht mit der Genialität seines Bruders gerechnet. Fängst du gerade an, Mordred zu bewundern? Schau dich doch mal um. Das Schloss oben wird geradezu winzig im Gegensatz zu dem, was sich hier unten befindet. Das ist alles so beeindruckend und überwältigend, geradezu majestätisch. Es geht schon ein gewisser Reiz von diesen Gewölben aus, findest du nicht? Ich finde, wir sollten nicht zu viel Zeit mit Rumstehen vergeuden. Mordreds Grab. Scheinbar nichts machen zu können. Können wir hier irgendwas rausnehmen? Die Zange rausbrechen? Ne, wir können die Kerze anwenden, aber warum? Ich habe noch nie verstanden, was... Warum? Ja, seltsam. Ich wüsste nicht, was ich... Mal nochmal ausprobieren, ob wir mit ihr quatschen können, ob irgendwas kommt. Ich wüsste nicht, was ich sie... Können wir wieder hoch? Ich bin dem Ziel so nah. Warum sollte ich umkehren? Warum sollten wir nochmal hier zu den Schattenwesen? Ergibt auch keinen Sinn. Ne, wir müssen irgendwas anderes machen. Sehr wahrscheinlich hier in dem Alchemielabor. Muss ich irgendwelche Gegenstände ergeben? Nö. Die reinste Hexen. Scheiterhaufen. Bei den Schwertern kommt mir gerade eine Idee. Bei den Schwertern. Kommt hier bei den Schwertern eine Idee? Dann sag die mal dem Adrian. Im Moment gibt es nichts mit Adrian. Was ist mit deiner Vielleicht Idee? Vielleicht waren feuchte Tücher darüber gespannt. Wegen des Rauchs, der sich bei alchemistischen Experimenten zwangsläufig entwickelt. Mhm.
macht sie jetzt? Okay, ich bin etwas überfragt. Uns fehlt, glaube ich, irgendein Gegenstand. Kann das sein? Wir können den Spiegel sogar berühren. Das sind die gleichen Statuen wie in dem Raum mit der Waage. Ich kann mir vorstellen, was auf diesem Altar alles passiert ist. Mordred im Kopf ersetzt jeden Horrorfilm. Und ich empfinde dabei nicht einmal Abscheu. Wenn Valentina nicht bald etwas einfällt, hat er gewonnen. Nein, ich muss mich zusammenreißen, sonst waren alle Anstrengungen umsonst. Da geht es verdammt tief runter. Kannst den Boden nicht sehen. Ich kann mir vorstellen und ich... Nein. Okay, aber bevor wir den berühren, sie wahrscheinlich sterben, machen wir doch hier nochmal einen Safe-Punkt. Das ist er also. Der Black Mirror, das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehungskraft von ihm aus. Ich habe ständig das Bedürfnis, hineinzublicken. Das ist er. Es geht einem... Passiert nichts. Okay. Können wir hier was nutzen? Können wir vielleicht auf uns was nutzen? Tja, bin ich etwas überfragt. Ich wüsste nicht, was... Warum konnten wir am Mordeds Grab die Kerze anbringen? Das war das Einzige, was ich jetzt gesehen habe. Die Reins... Hier ist ja sonst nichts. Im Moment... Die Schwerter bringen sie auf eine Idee. Aber sie macht bei den Schwertern nichts. Bei den Schwertern kommt hier eine Idee. Ja, das Schwert, was der Adrian hat. Oder eher gesagt, die Klinge, die er übrig hat. Das ist die Spitze von Mordreds Schwert. Als Maria sich ihm in den Weg stellte, hat er sie ermordet. Dabei brach die Spitze ab und steckte in ihrer Brust fest. Ist im Vorraum noch die... der Schwertknauf, der abgebrochen war. Sollen wir in die Haupthalle gehen? Liegt die da vielleicht noch rum? Nee, die liegt da nicht mehr rum. Das ist schlecht. Na gut, ich schau mal hier weiter. Bis demnächst, euer Chojin.